Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und ja, heute sind wir mal auf Joshdas Kanal und ich möchte direkt auch sagen, eigentlich ist sowas was für den Zweitkanal, aber es haben hier in einer Co-Produktion so viele FIFA Mobile YouTuber mitgemacht, wo ich mir dachte, yo, das sind so viele Leute, ey, eigentlich hat das auch was auf dem Hauptkanal zu suchen. Und genau, deshalb dachte ich mir, ich mache das mal auf dem Hauptkanal. Es gibt ja auch noch das 1000 Abonnenten-Special heute, 16 Uhr. Ich hoffe, ihr seid alle am Start. Es wird zu wild. 1000 Abonnenten-Special, einfach sehr, sehr wild. Und es wird auch am Donnerstag einen Livestream geben um 16 Uhr. Ihr könnt immer noch abstimmen im Community-Beitrag von mir. Ist immer noch die Abstimmung da. Ich werde mich immer nach dem Community-Beitrag richten. Ihr könnt immer gerne abstimmen. Und dann weiß ich, wann ich den nächsten Stream planen kann. Jetzt erstmal 16 Uhr am Donnerstag. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Und ja, jetzt gibt es aber hier zum heutigen Video. Joshda hat uns nämlich alle mal gefragt hier. Alle, die hier auch im Titel stehen. Ja, jetzt kann man nicht alle sehen, aber Paxtrader ist dabei. Schlachti, also ich glaube, ich bin damit gemeint. Denitz ist auch dabei. Olba ist dabei. Also da sind auf jeden Fall ein paar Leute dabei. Und ich denke, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an hier. Link ist natürlich überall verlinkt, keine Ahnung, was auch immer. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt auf dieses Video. Ich habe es mir, ich glaube, kurz mal angeschaut. Ich habe es noch nicht ganz geschaut. Ich habe auch schon kommentiert, aber trotzdem, Jungs, wir schauen uns das mal gemeinsam an, denn das ist wild. So, es ging nämlich darum, wir sollten nämlich in einem kurzen Video sagen, warum wir finden, dass Robert Lewandowski einen Toti verdient hätte. Genau, Kommentare sind alle schon ziemlich wild, ein sehr geiles Video geworden, habe ich auch schon kommentiert. Und dann hier also sehr starke Worte von Dennis und Schlachti über Lewa. Das finde ich natürlich sehr geil, dass ich hier auch schon direkt erwähnt wurde. Ja, ich denke, hier sonst gibt es keine weiteren über mich. Trotzdem hier, ja, deshalb, let's go. Wir probieren einfach mal und schauen mal, was hier der Josh da Schönes draus gemacht hat aus diesem Video. Robert Lewandowski, Torschützenkönig der Bundesliga. Die Bundesliga gewonnen, den DFB-Pokal gewonnen, Champions League gewonnen. Alles gewonnen, was man gewinnen kann. Europa-Fußballer des Jahres und Weltfußballer sogar. Einfach nur krank, dieser Typ. Er ist eine Legende. Und als Anerkennung dafür bekommt er jetzt endlich seine erste Totti. Als Anerkennung dafür, dass er die erste Totti bekommen wird, mache ich dieses Video hier. Es ist eine Anerkennung an Robert Lewandowski. Und ich mache das nicht allein. Man kann direkt sagen, Josh da hier sehr geiles und sehr episches Intro auch geworden. Sehr nice, gefällt mir. Eine. Ich mache das mit mehreren Leuten. Verschiedenen YouTubern, sage ich mal so. Seht selber, Leute. Viel Spaß mit diesem Video. Lasst natürlich gerne ein Like da, oder? Muss an der Stelle sein. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Sehr geil geworden. Erstmal muss ich aber noch hier ein bisschen leiser machen, weil das hier ist mir ein bisschen zu laut. Ich glaube, mir sind gerade die Ohren abgefallen. Huch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, Jungs. Jetzt bin ich sehr gespannt. Robert Lewandowski gehört für mich ganz klar ins Team des Jahres. Er hat ja in den letzten Jahren viel dazu gelernt, aus meiner Sicht. Natürlich ist er ein kompletter Torjäger, gar keine Frage. Aber ich finde, er arbeitet auch ja, als Angreifer gut zurück, was wichtig ist im modernen Fußball. Er holt sich die Bälle auch teilweise im Mittelfeld ab. Robert Lewandowski, der wohl aktuell beste Mittelfeld. Da muss man schon echt sagen, ist auch sehr starke Meinung hier von Paxtrader. Paxtrader war natürlich schon am Start. Als nächstes hier Paxtrader Clips, der Moritz. Mal schauen, was der alles noch so zu Lewandowski sagt. Aber auch sehr geil alles rein editiert und reingeschnitten. Sehr nice, auch wenn die, ja, auch wenn es Copyright-Musik ist, was mir der Josh da schon erzählt hat, aber sehr wild. Der Welt, Leute. Er wurde nicht zu Recht Weltfußballer des Jahres, sondern natürlich auch Europafußballer des Jahres. Er hat einfach in der vergangenen Saison alles gewonnen, was man als Spieler gewinnen kann. Robert Lewandowski ist ein Stürmerkunst. Er ist einfach so ein bulliger Typ. Er ist ein starker Angreifer, kann auch emotional werden. Hat super Laufwege und einen dermaßigen Schuss. Dabei ist er auch noch Kopfball. Das muss man auch sagen, das war wieder so geil geschnitten. Super Laufwege, habe ich gesagt. Und man hat Lewandowski frei vorm Tor gesehen. Das hat echt geil gepasst. Er hat sich gut freigelaufen.
Sehr nice gemacht, sehr, sehr nice. Marc Lewandowski ist gerade in der besten Phase seiner Fußballkarriere. Und so eine Phase erreicht man nur einmal in seiner Fußballkarriere. Auch Ronaldo und Messi hatten diese schon. Aber aktuell ist sie gut ausgeprägt bei Lewandowski. Und deshalb finde ich, dass er eine Team of the Year Karte bekommen muss. Vor allem, er ist Champions League Sieger geworden. Er hat die Bundesliga gewonnen. Er ist Meister geworden. Den DFB-Pokal. Alles, was er gewinnen konnte, hat er gewonnen. Ja, nehmen das. Was kann man zu diesem Typen noch sagen? Er hat dieses Jahr. Alter. Olba auch zu wild mit seiner Facecam. Zu wild einfach, Olba. Letztes Jahr, 2020, einfach alles abgerissen bei Bayern. Er war in meinen Augen 2020 auf der Welt der beste Stürmer. Und was aus meiner Sicht noch viel mehr wichtiger ist, sage ich mal, er ist jetzt ein Stürmer, der natürlich Torgeil ist. Er macht Tore am laufenden Fließband. Aber was komplett wichtig ist, dass er halt auch die Augen hat für den besseren postierten Mitspieler links, rechts oder hinter sich. Und deswegen ist ein Robert Lewandowski, ja, ganz klar, muss im Team des Jahres stehen, weil als bester Spieler des Jahres muss ein Robert Lewandowski halt auch ganz klar im Totti sein. Ist einfach so, Mann. Ist einfach so. Aber er war nie so der Top-Stürmer, wie er es jetzt ist. Weil jetzt ist er einfach absolut krank. Absolut krank, dieser Typ. Und meiner Meinung nach... Wenn du nicht mehr weißt, was du sagen sollst. No front hier an Moritz, aber erstmal absolut krank. Absolut krank. Stark, Alter. Sollte er bei dem Totti-Event das höchste Guest-Level haben. Er ist jetzt vielleicht nicht so ganz der Schnellste, aber das braucht er doch gar nicht zu sein, wenn er solche klasse Vorlagen auch von anderen Spielern aus seinem Verein bekommt. Diese Superflanken, die immer perfekt getimt sind auf ihn. Und natürlich, alle Leute im Verein wissen, wie sie Lewandowski anspielen können und müssen. Der Powerpole aus Bayern, einfach ein so krasser Typ ist dieser Lewandowski. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Lewandowski eine Totti-Karte bekommt, denn er hat es wirklich sehr, sehr, sehr verdient. Frau Lewandowski, meiner Meinung nach, auf jeden Fall eine Totti-Karte. Sehr episch gemacht, Joschka. Hier auch ein Film von Joschka. Sehr wild auf jeden Fall. Sehr nice. Sehr, sehr nice gemacht hier. Natürlich auch Kuss geht raus an alle Leute, die da mitgemacht haben. Alle anderen, außer mich halt. Huch. Ah, der Pex oder Clips. Ah, da bin ich. Macht aus dem Schacht oder auch der liebe Schlachti. Haha. Da bin ich. Ich bin im Fernsehen. Ja. Geil. Ja. Da muss ich echt sagen. Joschka, Grüße gehen raus. Sehr, sehr geil gemacht. Also das ist wirklich... Puh, Hut ab vor dir. Hut ab vor dir. Das ist absolut krank gewesen hier, Joschka. Sehr geil zusammengeschnitten, auch krass. Ich hätte niemals geglaubt, dass es überhaupt so eine Co-Produktion oder sowas geben kann zwischen FM-YouTubern. Aber Joschka hat uns wirklich bewiesen, dass das auch funktionieren kann. Auch sehr geil Runde, sehr geil gemacht und so. Boah, huh, das ist absolut geil. Ja, Leute, geht auch alle gern rüber hier zu Joschka. Link ist überall natürlich verlinkt, was weiß ich, Link verlinkt. Das war's komplett. Wir sehen uns heute beim 1K-Special natürlich. Bis dahin und... Tschüss!